Okay, machen wir weiter. Mikrofon vergessen. Machen wir weiter. Wir haben jetzt so einen kleinen Rundumschlag, rundumschlagende Wiederholung zu Eigentumsrechten und Kosttheorien gemacht. Und schauen uns jetzt jede Menge empirischer Literatur dazu an. Heute erstmal drei Studien oder drei Klassen von Studien, die experimentelle Evidenz zeigen. Und dann nächste Woche schauen wir uns eine ganze Reihe von nicht experimentellen Studien an. Okay. Meine Maus ist weg, keine Ahnung warum. Okay, jetzt ist die Maus wieder da. Die Autoren Hoffmann und Spitzer haben eine ganze Reihe von experimentellen Studien zum Coase-Theorem durchgeführt. Und die grundlegendste davon ist die von 1982. Die Grundidee bei den Experimenten von Hoffmann und Spitzer ist immer gleich. Es gibt eine Reihe von möglichen Outcomes in einem Spiel. Und diese Outcomes sind jeweils mit verschiedenen Payoffs für die beteiligten Spieler verbunden. Einer der Spieler ist dann der sogenannte Controller und kann unilateral über den Outcome entscheiden. Und die Zuweisung als Controller entspricht der Zuweisung der Eigentumsrechte bzw. der Haftung in den theoretischen Überlegungen von eben. So, im einfachsten Spiel haben wir zwei Spieler und drei verschiedene Outcomes. Der erste Outcome ist verbunden mit einem Payoff von $5 für Spieler A und 0 für Spieler B. Der zweite Outcome gibt Spieler A und Spieler B jeweils $4. Und der dritte Outcome gibt Spieler B $5 und nichts an Spieler A. So, einer der beiden Spieler wird zufällig als Spieler A bestimmt, also als Controller, und kann unilateral, also ohne Interferenz von dem anderen, darüber bestimmen, welcher Outcome implementiert werden soll. Bevor Spieler A den Outcome aber bestimmt, können die beiden Spieler miteinander verhandeln und bindende Kompensationszahlungen ausmachen. Okay. Okay, gehen wir genauso vor wie eben beim theoretischen Beispiel. Was ist denn hier das effiziente Ergebnis? Die einzige Aussage, die uns hier möglich ist, ist über die Wohlfahrt. Das heißt, das effiziente Ergebnis hier in dem Fall wäre der Fall, in dem die Wohlfahrt, also der gemeinsame Payoff der beiden Spieler, am höchsten ist. Und das ist das ist der Fall beim mittleren Outcome, ne? Da, wo beide 4 kriegen. 8 ist mehr als 5. Okay, was würde denn das Coase-Theorem hier vorhersagen? Oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Sind denn die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Coase-Theorems hier erfüllt? Transaktionskosten, würde ich sagen, in so einem Spiel sind fast 0, gegeben, dass die beiden Spieler die gleiche Sprache sprechen. Und wir haben quasi volle Informiertheit, ne? Denn beide Spieler wissen, wie die Payoffs für die verschiedenen Outcomes aussehen. Das sind die relevanten Informationen. Okay, das heißt, wir haben volle Informiertheit und fast keine Transaktionskosten. Das heißt, eigentlich müsste das Coase-Theorem anwendbar sein. Was würde das Coase-Theorem denn genau hier vorhersagen? Solange einer der beiden Spieler das Handlungsrecht erhält, also solange das Handlungsrecht überhaupt irgendjemandem zugeteilt wird, werden sich die Spieler auf den Outcome 4-4 einigen, also auf die effiziente Lösung. Ja? Wenn Eigentumsrechte vorhanden sind, führt dezentrale Verhandlung zu der effizienten Lösung. Und aber würden auch erwarten, dass Spieler A mindestens $1 als Kompensation von Spieler B verlangt. Ne, denn er will sich ja mindestens so gut
wenn er rational ist, würde er sich ja mindestens so gut stellen, wie wenn er den ersten Outcome gewählt hätte, 5-0. Was meinen Sie jetzt, was rauskommt in der Studie? Es werden eine Reihe von verschiedenen Setups durchgeführt. Insgesamt in mehreren Studien kommen wir auf mehr als 500 Experimente in verschiedenen Variationen, aber mit der gleichen Grundidee. Zum Beispiel haben wir verschiedene Gruppengrößen. Wie kann das aussehen? Naja, das, was wir eben besprochen haben, ist das hier. Ein Controller, ein Nicht-Controller. Wir könnten aber auch haben, dass ein Controller über die Payoffs von drei Leuten bestimmt. Wir könnten eine Situation haben von 2x2, also zwei Leute zusammen agieren als Controller, müssen sich also einigen, was sie machen wollen, und die zwei anderen sind die passiven Spieler. Wir könnten auch 5 und 5 haben, also 5 Leute zusammen als Controller und 5 Passive. Wir könnten einen Controller haben, der über 9 andere bestimmt, und einen Controller, der über 9-10 andere bestimmt. Ja? Und eine andere Art von Variation ist, die Informationssituation einzuschränken. Zum Beispiel, dass keine volle Information über die Payoffs der anderen Leute vorhanden ist. Okay, das wäre eingeschränkte Information. Im Ergebnis wird in 92% der Fälle das effiziente Ergebnis erreicht. Ne? Das ist ein sehr beeindruckendes Ergebnis, und ich denke, es zeigt, unabhängig von irgendwelchen Testgrößen, zeigt das auch wirklich signifikant in Richtung der effizienten Lösung. Ne? Und wenn wir uns da noch Unterfälle anschauen, bei vollständiger Information kommen wir auf 94% effizientem Ergebnis. Selbst bei eingeschränkter Information ist es immer noch 90% der Fälle. Und interessanterweise, die allerbesten Ergebnisse werden erreicht bei großen Gruppengrößen. Ne? Vom Bauchgefühl her würden wir sagen, je größer die Gruppen, die verhandeln müssen, desto eher haben wir eventuell Trittbrettfahrerprobleme, und desto schwerer sollte es sein. Aber tatsächlich ist das hier der Fall, dass bei den großen Gruppen am allerehesten die effiziente Lösung erreicht wird. Okay, unterm Strich könnten wir also sagen, die Reihe von Experimenten, die von Hoffmann und Spitzer durchgeführt werden, können wir interpretieren als Evidenz dafür, dass Coase'sche Verhandlungen funktionieren, ne? Unter den Bedingungen, die Coase angegeben hat. Eine interessante Beobachtung bei diesen Experimenten ist, dass die Aufteilung der Payoffs fast immer gleich ist. Das heißt, in allermeisten Fällen verlangt der Controller entweder gar keine Kompensation oder nur eine sehr geringe Kompensation, ein Dollar oder weniger. Eine mögliche Interpretation ist, dass die Spieler das Spiel natürlich, dass die Spieler das Spiel nicht verstanden haben. Aber ja, das finde ich nicht sehr einleuchtend, denn warum sollte es denn bei allen Spielern auftreten? Eine andere Interpretation wäre, dass die Controller sich dadurch, dass sie zufällig das Recht erhalten haben, sich moralisch nicht legitimiert sehen, zusätzliche Zahlungen vom anderen Spieler zu verlangen. Und könnten sich vorstellen, wie man das im experimentellen Setup angehen könnte, wie man das dafür versuchen könnte zu kontrollieren. Es steht auf der Folie. Naja, was Hoffmann und Spitzer gemacht haben, ist, sie haben in einem späteren Experiment einfach ein simples, vorgeschaltetes Spiel eingeführt. Irgendwas ganz Simples, sowas wie Schere, Stein, Papier. Und der Gewinner dieses Spiels hat dann im eigentlichen Spiel das Handlungsrecht erhalten. Okay? Und das wäre so eine ganz einfache Art, zu legitimieren. Und tatsächlich führte diese Änderung dann dazu, dass die Controller im Schnitt
rationalere Kompensationszahlungen verlangten. Und zwar ohne, dass dabei die Effizienz des Outcomes beeinträchtigt wurde. Ne? Wir hatten immer noch eine Erfolgsquote von sowas wie 90%. Dennoch gab es immer noch bei ca. 20-30% der Leuten eine egalitäre Aufteilung der Payoffs. Ne? Also 4-4. Was dafür spricht, dass es einfach Menschen gibt mit einer ausgeprägten Präferenz für Gleichheit. So, was heißt das? Ist das jetzt, spricht das jetzt für oder gegen das Coase-Theorem, dass es immer noch welche gibt, die Payoffs gleichmäßig aufteilen? Naja, ich finde, es ist nicht wirklich Evidenz gegen das Coase-Theorem, sondern eher dafür. Denn die effiziente Verhandlungslösung wird ja immer noch erreicht. Ja? Und es geht ja nur darum, wie die Payoffs dann aufgeteilt werden, wie welche Kompensationszahlungen geleistet werden. Umgekehrt könnte man also sagen, dieses Resultat, nämlich dass es Leute gibt, die eine egalitäre Lösung bevorzugen, dieses Ergebnis zeigt eher nochmal die Robustheit des Coase-Theorems, da es selbst für solche Individuen ein effizientes Ergebnis zeigt. Ne? Also effiziente Ergebnis ist ja 4-4. Okay, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und da wird es ein bisschen kritisch, in einem späteren Artikel argumentieren Hoffmann und Spitzer jetzt, vielleicht ein bisschen zu hochmütig, dass ihre Ergebnisse eindeutig für die Gültigkeit des Coase-Theorems sprechen und dass das Rechtssystem eines Landes im Zweifel immer streitende Parteien erst einmal miteinander verhandeln lassen sollte. Was halten Sie denn von so einer Schlussfolgerung? Ich jedenfalls stimme dem Autor des Überblicksartikels zu, Medema et al., also den Autoren, dass es eine sehr weit hergeholte Schlussfolgerung ist. Ja? Denn, jetzt kommt die Sonne raus, ganz schön hell hier. Zwischen der Laborwelt, der Experimente von Hoffmann und Spitzer und Verhandlungssituationen in der realen Welt gibt es doch wirklich starke Unterschiede, ne, die in den Daten nicht berücksichtigt werden können. Von daher finde ich so eine Schlussfolgerung sehr weit hergeholt. Aber ein fundamentaleres Problem sehe ich in der Frage, was uns solche empirischen Studien denn überhaupt über das Coase-Theorem sagen können. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Weil wir am Freitag noch ein bisschen ausführlicher darüber reden werden in diversen Übungsaufgaben. Aber ich finde tatsächlich, das fundamentale Problem ist, was kann man aus empirischen Studien über das Coase-Theorem rausziehen. Okay, aber jetzt erstmal zur zweiten Studie. Kahneman, Knetsch und Thaler schauen sich in einer Studie von 1990 mit einer Reihe von Experimenten den sogenannten Einkommenseffekt oder auf Englisch Endowment Effect an. Kahneman übrigens ist ein Psychologe, der vor einigen Jahren einen Nobelpreis für Ökonomik erhalten hat, genau mit solchen Experimenten. So, und das Setup hier sieht etwas komplizierter aus als in den simplen Spielen von Hoffmann und Spitzer. Ich habe gesagt, es ist eine ganze Reihe von Experimenten. Ich beziehe mich jetzt nur auf ein Experiment aus diesem Artikel, nämlich das, was sich explizit auf das Coase-Theorem bezieht. Das Setup sieht so aus. Okay, kleinen Moment. Das Setup sieht so aus. Es wird immer mit zwei Personen gespielt. Wir hatten in dieser Stichprobe 35 Paare, ein bisschen eine kleine Stichprobe.
alle Studenten aus einer bestimmten Veranstaltung. Und es gibt ein vorgeschaltetes Spiel bei jedem Paar. Und also es war wieder sowas ganz Simples wie Schere, Stein, Papier. Und der Gewinner des Spiels erhält eine 400 Gramm Tafel Schweizer Schokolade. Also können sich sowas wie eine Toblerone, so eine Flughafen-Toblerone vorstellen. Der Verlierer des Spiels erhält ein Ticket. Und dieses Ticket ist so eine Art Wertgutschein. Und in den Anweisungen steht drin, dass der Verlierer das Ticket beim Experimentator umtauschen kann gegen 3 Dollar. Aber dass der Gewinner des Spiels, der die Schokolade hat, der könnte das Ticket, wenn er es hätte, für 5 Dollar umtauschen. Okay, beide wissen das. Zunächst verhandeln die zwei Spieler jetzt also über das Ticket. Wenn sich die beiden Spieler auf einen Austausch einigen können, dann wechselt das Ticket den Besitzer. Der Besitzer des Tickets erhält Bargeld für das Ticket und der Verkäufer des Tickets erhält dementsprechend seinen Anteil für den Verkauf seines Tickets. Okay? Das ist die erste Stufe des Spiels. Jetzt ist das Ticket weg. Wir haben Bargeld eingeführt. Das ist der Hauptgrund für diese erste Behandlung. Ne? Der Hauptgrund ist, dass der zweite Spieler in diesem Spiel Bargeld erhalten soll für den potenziellen Kauf der Schokolade. Okay? Denn egal, ob er das Ticket jetzt an den anderen Spieler losgeworden ist oder nicht, erhält er irgendeine Menge von Bargeld in dem Spiel. Ne? Und genau, das soll nicht einfach so gegeben werden als feste Ausstattung, sondern das soll auch, so wie die Schokolade, hier so ein bisschen so einen Gewinncharakter haben. Und dann, wenn das Bargeld da ist und das Ticket weg, geht es in der zweiten Verhandlung um einen potenziellen Kauf der Schokolade durch den zweiten Spieler. Okay? Und da kommt jetzt eine kritische Annahme rein, die ich ein bisschen schwer nachvollziehbar finde. Wenn man jetzt wirklich annimmt, dass das eine richtige Zufallsstichprobe ist, dann würde man erwarten, dass ungefähr die Hälfte der, dass genau die Hälfte der Paare, also 17 oder 18, dass die Hälfte der Paare die Schokolade übergibt an den anderen. Okay? Weil es eine Zufallsstichprobe ist und die eine Hälfte der Leute ist ein Paar, wo der Verlierer des Spiels die Schokolade lieber haben will. Und die andere Hälfte der Paare ist so, dass der Gewinner des Spiels auch derjenige ist, der die Schokolade lieber haben möchte. So, im Ergebnis wechselt die Schokolade aber nur 7-mal den Besitzer. Für einen Durchschnittspreis von 2,69 Dollar. Und die Autoren Kahneman, Knitsch und Thaler interpretieren das jetzt als Evidenz dafür, dass es in Kursverhandlungen Einkommenseffekte geben kann, die dadurch entstehen, dass der Besitzer eines Gegenstands mehr Geld für den Kauf verlangt, als er zu zahlen bereit wäre, wenn er nicht im Besitz des Gegenstandes wäre. Nochmal, das war ein komplizierter Satz, aber ich glaube, Sie haben den Einkommenseffekt schon mal kennengelernt in der ÖAR 1. Einkommenseffekt bedeutet, der Besitzer eines Gegenstandes verlangt mehr Geld für den Verkauf des Gegenstandes, als er selber zu zahlen bereit wäre, wenn er nicht im Besitz des Gegenstandes wäre. Ja, das mein Lieblingsbeispiel, das ich im Hinterkopf habe bei solchen Einkommenseffekten, ist ein Weinsammler. Stellen Sie sich vor, Sie sind Weinsammler, haben gerade eine Flasche erworben, hinter der Sie schon irgendwie seit Monaten her waren und es hat auch viel Geld gekostet. Und jetzt kommt jemand daher und bietet Ihnen genau das Gleiche, was Sie eben bezahlt haben, um den Wein zu kriegen. Typischerweise würden Sie den nicht hergeben, ne? Denn jetzt, und das nennt man Einkommenseffekt, jetzt, wo Sie den Wein haben, jetzt, wo er in Ihrem Besitz ist, möchten Sie ihn nicht mehr für den gleichen Preis hergeben, sondern nur gegen einen Aufpreis.
Und genauso interpretieren Kahneman und seine Co-Autoren hier das Ergebnis, ne? Die Leute, die die Schokolade haben, die die Schokolade im Vorspiel gewonnen haben, verlangen mehr für die Schokolade, als wenn sie sie als wenn sie das erste Spiel verloren hätten und sie die Schokolade kaufen würden. Okay, das nennt man eben Einkommenseffekt. Okay, und dann weiter argumentieren die Autoren, dass solche Einkommenseffekte verstärkt für Sachen auftauchen sollten, die nicht einfach zu ersetzen sind. Ne? Also jetzt bei der Schokolade wäre konstruiert das Beispiel, die ist nicht einfach zu ersetzen, denn wenn ich sie jetzt weggebe, habe ich zwar das Geld, aber ich müsste dann erstmal einen Supermarkt finden, der Schweizer Schokolade führt und dann auch genau diese Art. Und das würde mich Zeit kosten. Ja, das würde mich Zeit kosten. Und je schwerer es ist, diese Sache zu ersetzen, desto stärker sollten Einkommenseffekte einen Effekt haben. Ja? Macht eigentlich Sinn. Genau. Und das ist eigentlich genau das, was Kahneman und seine Co-Autoren sagen. Je schwerer die Items zu ersetzen sind, desto mehr spielen Einkommenseffekte eine Rolle. Und in allen, fast allen Realweltanwendungen, die Sie sich überlegen können für das Kurstheorem, ist es eigentlich der Fall, ne? Dass die Sachen, die weggegeben werden sollen, eher schwer zu ersetzen sind. Und das wiederum heißt, dass selbst wenn Transaktionskosten niedrig sind und Eigentumsrechte definiert sind, also das Kurstheorem also eigentlich funktionieren sollte, eine Coase'sche Verhandlung scheitern kann, wenn Eigentumsrechte wenn Eigentumseffekte vorliegen. Ja? Und das sogenannte Invarianzergebnis des Coase-Theorems, dass es nämlich egal ist, wer am Anfang der Verhandlung die Handlungsrechte erhält, ist dann nicht mehr haltbar. Okay? Das ist die Hauptschlussfolgerung, die wir hier raus ziehen können. Ja, das war die zweite experimentelle Studie. Und dann gibt es noch eine dritte. Das Experiment hier von Schwab 1988 ist noch eine ganze Ecke komplizierter. Und zwar sollen hier die Studenten, die teilnehmen, einen Gewerkschaftsvertrag, einen Tarifvertrag aushandeln. Die Parameter des Vertrags sind Löhne, Urlaubstage und als dritten Punkt, ganz wichtig hier, ob die Firma Outsourcing betreiben darf, also Aktivitäten auslagern kann, während der Tarifvertragslaufzeit. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Settings. Im ersten Setting ist als rechtliche Rahmenbedingung gegeben, dass Outsourcing grundsätzlich verboten ist, außer es ist im Gewerkschaftsvertrag ausdrücklich als Option erlaubt. Okay, nochmal. Im ersten Setting ist Outsourcing grundsätzlich verboten, außer es ist im Tarifvertrag ausdrücklich als Option erlaubt. Umgekehrt, im zweiten Setting ist die rechtliche Rahmenbedingung, dass Outsourcing grundsätzlich erlaubt ist, außer es ist im Tarifvertrag ausdrücklich ausgeschlossen. Das ist genau der umgekehrte Fall. Und ich hoffe, Sie sehen jetzt hier die Parallele zu den vorigen Experimenten von Hoffmann und Spitzer oder auch zu unserer Theorie. Der Unterschied in den zwei Settings ist einfach, in Setting 1 hat die Gewerkschaft das Handlungsrecht über Outsourcing vor der Verhandlung und im zweiten Setting hat die Firma das Handlungsrecht über die Outsourcing-Entscheidung. Okay? Weil sie darf es ja betreiben. So, und laut Coase-Theorem sollte es bei idealen Verhandlungsbedingungen eigentlich in beiden Settings zum gleichen Tarifvertrag kommen. Ne? Das ist nichts anderes als die sogenannte Invarianzthese. Ne? Dass wir eben, egal von welcher Seite wir anfangen, zu einem effizienten Ergebnis kommen. Und was jetzt aber rauskommt, ach so, vielleicht noch zur Stichprobe, es sind
108 ausgehandelte Verträge. Das ist also eine relativ große Stichprobe. Was kommt jetzt raus? Im Ergebnis, der Tarifvertrag fällt immer günstiger aus für die Partei, die am Anfang der Verhandlung das Handlungsrecht hat. Ne? Also in Setting 1 kommt im Durchschnitt ein Tarifvertrag raus, der die Gewerkschaft bevorteilt, und in Setting 2 kommt im Durchschnitt ein Tarifvertrag raus, der die Firma bevorteilt. Also genau nicht das Invarianzergebnis, sondern die Anfangsverteilung der Handlungsrechte hat einen signifikanten Einfluss darauf, was am Ende rauskommt. So, wie können wir das erklären? Ist das jetzt Evidenz für oder gegen das Gauß-Theorem? Was meinen Sie? Ich würde sagen, das hier ist jetzt nicht Evidenz gegen das Gauß-Theorem, sondern eher für das Gauß-Theorem, denn das, was hier rauskommt, das Ergebnis, das können wir immer noch im Rahmen einer Gaußschen Verhandlung erklären. Denn hier liegen einfach recht hohe Transaktionskosten vor. Das ist ein viel komplizierteres Spiel als bei Hofmann und Spitzer. Vom Setup her ist die Informationssituation viel komplizierter, weil hier viel mehr Parameter zu berücksichtigen sind. Es ist auch eine Gruppensituation. Das heißt, das ganze Setting ist viel komplizierter und dadurch sind die Transaktionskosten auch höher. Und die effiziente Lösung wird einfach nicht geschafft. Von daher würde ich sagen, es ist tendenziell eher Evidenz für statt gegen das Gauß-Theorem. Wobei natürlich ideal wäre es, ein Experiment zu haben, wo wir einen Übergang beobachten können, ne? Wo wir die Parameter verändern und wo wir dann ab einem bestimmten Parameter sehen können, okay, wenn wir das bisschen jetzt noch verändern, dann haben wir einen Übergang von effizienter zu ineffizienter Lösung. Okay. Ja, das waren die drei experimentellen Studien. Ich weiß, ich habe diese Woche wieder nicht ganz die 3 Stunden geschafft. Ja, aber mit meinem Hals macht das keinen Sinn, jetzt noch weiterzumachen. Ja, ich hoffe mal, dass ich bis Freitag noch fitter bin als jetzt. Besonders bis nächsten Montag und dann endlich mal wieder eine volle Vorlesung halten kann. Aber ich würde immer noch sagen, das ist relativ viel zu verdauen, was ich heute behandelt habe hier. Relativ viel zu lesen. Sie haben sogar eine deutsche Quelle dabei heute. Genau. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, immer schön fleißig im Forum posten. Und spätestens am Freitag besprechen wir die Fragen.